Servus, die Maron, grüß dich, die Buben. Ja, der Pepe-Onkel war kaufen. Ich habe besucht den Großhandel Müller und die Klemme in Wien. Schaut auf meine Facebook-Seite, ich werde es auch unten nochmal in der Beschreibung verlinken. Was habe ich gekauft? Lass uns überraschen. Dieses Ding hier. Muss seht ihr mich überhaupt? Ja. Zum ersten Mal Müller. Playmobil für meinen Sohn. Das ist ein Römer-Set aus dem Playmobil-Movie. Der kleine Stets ist einfach wirklich auf Römer. Was hat es dann noch gegeben? Beim Müller. Fangen wir mit Müller an. Platten. Warum Platten? Da kommen noch mehr. Viel mehr Platten. 1, 2, 3 große Platten. Da habe ich ein. Ein bisschen laut. Da habe ich was vor mit einem lokalen Künstler aus meiner Heimat, dem Gary Kastner, Mundart.mon. Verfolgt meinen Kanal, verfolgt meinen Facebook-Channel, dann wird es sehen. Was hat es dann noch gegeben? Bei der Klemme haben wir gewollt. Na, jetzt sind die nur einen. Zweimal Sluban Panzer. Kamera, was magst du? Ja, Panzer. Für die Kids. Panzer muss immer sein. Bei Müller ein Lego Ninjago Set. Ja, der einfach so cool. Ich habe das bei Ben Briggs auf dem Kanal gesehen. Na, Polybett. Dann haben wir wieder. Ja, da ist der zweite Panzer. Army von Sluban. Die Klemme, der Markus hat mich darauf hingewiesen, ich soll einmal schauen, ob das wirklich mit der Klemmkraft hinhaut. Kann sein, dass bei Sluban nicht immer so ist. Ich werde es euch berichten. Hier auf diesem Kanal. Was haben wir noch bekommen? Ein altes Star Wars Set. Ah, der Ring, ja, sehr cool. Sehr Ring. Das ist Captain Grievous irgendwas. General Grievous Wheelback. Es ist mir eigentlich egal, was es ist. General Grievous ist dabei. Dann gehen wir weiter. Noch ein Star Wars Set. Und zwar hier Galactic Empire Battle Band Set Nummer 75134. Kann man sehen? Ja. Ja. Stormtrooper. Was braucht Red mehr? Und eben in der Klemme bei Markus Redtex. Ihr kennt ja meine Kapelle. Meine Kapelle braucht eine Beleuchtung. Ich habe es momentan mit so einem Power Functions Mimamo gemacht, getestet. Ihr seht es im Video. Ich verlinke euch nochmal das Video unten, beziehungsweise hier oben in der Infocard. Und ja, schauen wir, was Lightex kann. Ja, gibt's in der Klemme in Wien. Platsch. Ja, und vor die Kapelle gehören natürlich Lightex Laternen. Da bin ich wirklich gespannt, wie das Ganze zusammenpasst. So, was haben wir da noch? Der liebe Markus von der Klemme hat mir noch zwei Kobi-Figuren-Sets mitgegeben. Die machen wir gleich als nächstes auf, die mache ich dann zum Schluss auf. Und Kabel, Kabel, Kabel. Ja, Lego Minifigur der neuen Serie. Ich würde sagen, die machen wir auch gemeinsam. Ja? Schauen wir, was kommt. Ah! Na! Ja! Die Klemmetasse. Kommt dann gleich da hinten. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Neben dem Dorschen seiner Tasse haben sie die Klemmetasse. Und eine ist unterwegs, habe ich heute eine E-Mail bekommen. Lassen wir uns überraschen. So. Und jetzt kurzer Cut und dann gehen wir. Also, ich muss auf den. Sollte in die Kamera schauen. Jetzt kurzer Cut und dann gehen wir in die Polybags. Dann fangen wir mit dem ersten Pack an. Kobi Action Town.
Spezialwerkzeug. Also, ich habe noch keine Kobi-Figuren bis dato gehabt, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Lass mich überraschen. Kopf ist weg, der ist schon unter dem Tisch. Was haben wir da drinnen? Wir haben drinnen einen Upper Hammer. Ein bisschen hell. Komm. Jetzt sieht man eine Spitzhacke. Einen coolen Torso und kurz unter dem Tisch. Wo ist der Kopf? Da ist der Kopf. Bah. Einen Kobi-Kopf. Das, man kann es nicht sehen, glaube ich, aber das ist so ein bisschen erhaben, das Gesicht. Also wenn man so über die Nase drüber streicht. Ja, mit einem Bauarbeiterhelm. Chucky, chucky, chucky. Was das ist. Weiß ich nicht, so müsst ihr es sehen. Ja, ich meine, es gibt eine Bauanleitung dazu. Schauen wir mal da rein. Aber ich schätze mal, das ist wie bei Lego. Da sind alle Figuren drauf. Was kann der Bauarbeiter? Okay, das liegt jetzt dann da so rum und der stemmt das dann weg. Gut, dann stemmt das weg. Kobi-Figur. Danke nochmal an Markus, an die Gemme für die zwei Gratis-Beilagen. So, was haben wir als zweite Figur da dabei? Werden wir gleich mal schauen. Zack, 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 zack. Schnippi, schnapp. Ja, es ist wieder eine Anleitung dabei. Oh Wunder, oh Wunder. Schwupp. Mir ist wieder was runtergefallen. Oh Wunder, oh Wunder. Und hier haben wir ja auch so ein komisch erhabenes Gesicht. Das ist dieser Skateboard-Typ. Den sehe ich jetzt auf der Anleitung nicht. Skateboard, 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 na. Da ist nicht mehr. Vielleicht ist doch eine andere Serie. Keine Ahnung, aber ich baue den mal schnell für euch zusammen. Natürlich kommt aufs Skateboard. Check, check. Mit der Kappe. Ah, das sind die Skateboardreifen. Alles klar. Diese Mini-Dinger da, diese. Kann ich das zeigen? So. Na, eins weg. Eins weniger. Noch eins weniger. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Ketten, die es da früher gegeben hat zum Knüpfen. Ja, irgendwie bin ich auf meine Kamera draufgekommen. Keine Ahnung warum. Also die geknüpften Ketten, das sind die Räder. Ja. Leider hat die Kamera ausgesetzt oder mein Computer ein bisschen gesponnen und jetzt kann ich die Original-Aufschneidaktion der Lego Minifigur nicht mehr zeigen. Aber was war drinnen? Als Superman. Den habe ich jetzt nicht ausgepackt, wobei. Das Schild da, kann man es irgendwie sehen? Nicht wirklich. Das ist ganz interessant, das schauen wir uns vielleicht später an. Natürlich, Bauanleitung. Es ist nämlich leider nicht so, wie ich gedacht habe, die letzte Minifiguren-Serie, sondern ich habe mich einfach vergriffen. Warum auch immer, das sind die DC-Minifiguren. Da gibt es die Tante mit dem Fisch und mit einer komischen Hand. Keine Ahnung, was das soll, wer das ist. Ich bin in dem DC-Universum nicht so drinnen. Schreibt es in die Kommentare, wer die blonde Tante ist. Dann haben wir eine Figur, die ist doch ganz cool. Das ist so eine Tiger-Lady mit einem grünen Dollarsack. Das sieht man alles nicht. Da muss ich ein bisschen verbessern. Mit so einem grünen Dollarsack. Die ist ganz cool. Ich glaube auch, dass ich, wenn ich einen gelben Kopf aufsetze, dass das auch passt. Ja. Schauen wir mal. Tiger Lady cool. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin im DC Universe nicht drinnen.
Somit ist es vorbei, mein erstes Haul-Video. Ich bin nicht sicher, ob ich da mehr davon mache, weil mir gefällt das nicht so. Ich war einkaufen, ich zeige euch jetzt ein Packel, was ich gekauft habe. Aber wenn es euch interessiert, bitte lasst es mir wissen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal, lasst mir ein Like da. Viel wichtiger, schreibt mir was in die Kommentare, was euch interessiert. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend, guten Morgen, Mittag. Euer Pepe Onkel. Habe die Ehre.